Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transport Fever 2 und heute eine ganz besondere. Ich bin, ja, ich bin fast schon aufgeregt, ich bin so euphorisch. Ich mach's kurz und knapp, wir haben Nadelbäume. Wir haben verschiedene Tannen, es ist einfach. Ich bin Samstagmorgen aufgestanden und da hatte der gute Spacki bei Steam ein Bild gepostet, was nur für Freunde sichtbar war und da waren Nadelbäume drauf. Und der hat einfach drunter geschrieben, Nadelbäume incoming. Und ja, ich war dann den ganzen Tag unterwegs. Und abends kam die Mod dann raus und ich habe sie getestet. Und ja, ich bin einfach hin und weg. Es ist geil. Es sind die Bäume aus Transport Fever 1 plus eine Birke aus Transport Fever 2. Download-Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Im Moment nur auf Steam, während ich das Video aufnehme. Aber so wie ich es verstanden habe, wird das Ganze auch noch auf transportfever.net erscheinen. Der Download-Link wird dann natürlich auch eingefügt. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Es ist wirklich, ich bin so begeistert. Es ist eigentlich traurig, dass man in dem Spiel sich so über Nadelbäume freut. Wo doch der Entwickler selber einfach ein paar mehr Bäume hätte hinzufügen können. Es war total kompliziert und schwierig, hat der gute Spacki gemeint, aber er hat es hinbekommen. Wenn ihr die Mod installiert habt, ich muss dazu noch sagen, es ist eine experimentelle Mod. Also keine Haftung für Safe Games, aber bisher ist da bei mir nichts passiert und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Natürlich wollen wir das Ganze nur einzeln setzen. Und tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr es bisher nie gemacht habt, lasst dem Spacki dafür bitte, bitte, bitte einen netten Kommentar da. Gebt ihm einen Daumen nach oben. Eigentlich hat er für jeden Baum, den er gemacht hat, 10 Umarmungen verdient. Meine Meinung. Weil jeder, den ich kenne, und ob das jetzt Hans Dampf ist oder der Big Daddy oder Mr. Bosun, jeder YouTuber, der Schönbau macht und auch viele, die bei uns im Teamspeak sind, mit denen ich mich unterhalte, die Transport Fever spielen, alle ganz oben auf der Mod-Wunschliste, Nadelbäume, Tannenbäume, Fichten, alles drum und dran und jetzt haben wir es endlich und ich bin sowas von schwer begeistert. Wir haben hier einmal die Alaska Cedar aus Transport Fever 1, ist ja ein amerikanischer Baum gewesen. Und dann haben wir das Ganze hier noch in verschiedenen Größen. Ja, haben wir einmal ein bisschen größer, einmal ein bisschen kleiner. Das Ganze hat Kollision. Das stört mich null. Ich habe endlich Nadelbäume. Ihr könnt das natürlich auch hier als Wald malen. Das ist gar kein Problem. Machen wir mal hier hinten. Ne? Dann habt ihr hier so ein... Oh, guckt euch das an. Ach, einfach schön. Auch wenn wir rauszoomen, da seht ihr, manchmal verschwindet da noch die Textur. Das ist hier vorne bei denen nicht. Aber hier passiert es leider. Aber wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, sieht man das gar nicht mehr. Ich kann damit leben. Wie gesagt, das Ganze ist noch Beta. Er ist immer noch am Rumfriemeln. Stört mich jetzt. Ich habe Nadelbäume, mich stört das nicht. Dann haben wir hier die Blue Spruce. Auch einmal in klein und einmal in groß. Und wenn wir da rauszoomen, seht ihr, da bleiben die Texturen auch da. Ich möchte es einfach nochmal betonen, das Ganze ist aus Transport Fever 1. Ich kenne auch zwei andere, die sich daran versucht haben, die gesagt haben, es ist eigentlich nicht möglich. Aber anscheinend ist es das doch. Dann haben wir hier, nee, das war die Linde. Dann haben wir hier die Eastern Red Cedar. Auch einmal in klein und einmal in groß. Und das Ganze sieht ein bisschen transparent aus. Aber die Textur des Baumes ist einfach so. Das ist total fein, hat er gesagt. Und hier, wenn wir rauszoomen, wird es dann ein bisschen dunkler. Aber auch das stört mich jetzt weniger. Und dann haben wir die Birke. Und die gibt es hier tatsächlich schon in seinem Herbstdesign. Deswegen habe ich die Herbstmod auch mitgeladen. Gibt es dann natürlich auch ganz normal, wenn ihr ohne Herbst- oder Spätsommer-Mod spielt. Mit grünen Texturen. Und da hat er die
Textur der Linde drüber gelegt. Ne? Passt aber wunderbar. Wir haben einen Birkenbaum. Herrlich, wirklich. Man freut sich über Bäume, aber das ist einfach das A und O, ne? In so einem Spiel. Ordentliche Abwechslung, was die Baumvielfalt angeht. Und dann haben wir hier noch die Fraser Fir. Da haben wir dann drei Stück. Sieht das nicht schön aus? Und wenn wir die nehmen, die können wir natürlich auch schön im Boden versenken. Und dann können wir uns hier eine Tannenbaumplantage bauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Geht wunderbar als Tannenbaum durch. Grandios. Und das Ganze ist auch hier in dem Tool verfügbar. Da könnt ihr nämlich hier auch einstellen, ob ihr die, ne, wir machen jetzt mal hier alles aus, außer die Tannen. Alaska Cedar, Blue Spruce, Eastern Red Cedar, europäische Birke machen wir aber auch aus und die Fraser Fir. Und wir lassen vielleicht noch die Scots Pine mit drinne. Na, wo ist sie? Die Föhre war das genau. So. Und wenn wir das jetzt aufmalen, machen wir unten noch Kollision ignorieren, ja. Guckt euch das an. Ein Nadelwald. Und durch die Scots Pine hier, die Föhre, sieht das Ganze auch noch. Oh, guckt euch das an. Ich persönlich würde jetzt eventuell die Alaska Cedar war das, glaube ich, ne? Muss auch noch mal durchgucken. Genau, die Alaska Cedar, die würde ich jetzt persönlich, bis er das eventuell hinbekommen hat, würde ich jetzt erstmal rauslassen. Vereinzelt kann man die setzen, aber für so einen dicken Wald ist das natürlich im Moment noch ein bisschen unpraktisch, wenn die da so oft drin steht. Bauen wir mal hier hin. Einfach genial. Ein Nadelwald. Und ich kann euch sagen, er ist auch noch an der Laubtextur dran. Da habe ich ihm gesagt, das wäre cool. So eine Laubtextur, die man noch leicht auftragen kann, dass hier Laub auf dem Boden liegt. Das wäre nochmal eine richtig, richtig klasse Sache. Und ich bin gespannt, was er da wieder zaubert. Genial. Ich bin hin und weg, wirklich. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich freue mich wie so ein kleines Kind. Das ist einfach. Klar kann man könnte jetzt wieder sagen, das ist natürlich doof, dass die Bäume hier so, ne, ihr seht das, erst ab einer gewissen Distanz gerendert werden. Aber wenn man so von oben guckt, das stört mich jetzt nicht. Wie gesagt, hier ist es anders. Das ist dann schon etwas blöd. Er hat aber gesagt, er weiß nicht, woran das liegt, dass hier die Textur verschwindet. Bei dem Baum. Aber hier hinten, das ist vollkommen okay. Ich meine, aus der Höhe sieht das super aus. Und wenn man so ein bisschen ranzoomt, ja. Ist okay. Also, das ist kein Meckern. Überhaupt nicht. Ne, das sind so Dinge, die vielleicht noch mit der Zeit behoben werden, aber dafür, dass es jetzt erstmal die erste Version ist, wo er wirklich Stunden für gebraucht hat, ist das schon vollkommen okay. Ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Würde mich, wie gesagt, unglaublich freuen, wenn die Mod wirklich durch die Decke geht, was die Likes angeht. Und ja,
lasst ihm einen netten Kommentar da. Das hat er auf jeden Fall verdient. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.